Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag. Wir sind hier wegen K+S eindeutig zu sehen. Es gibt wohl ein Übernahmeangebot. Von Potash ist noch nicht so ganz klar die Modalitäten, aber es sieht so aus, die Aktie springt schon 30% ins Plus. Wäre sowas wahrscheinlich, dass Potash K+S kauft? Es sieht momentan auf jeden Fall danach aus und auch ein Preis ist wohl schon im Markt drin, nämlich die 40 Euro. Darauf reagieren momentan die Anleger. Wir sehen, wir stehen jetzt knapp 1,50 Euro drunter. Und wenn wir sehen, wo die Aktie herkommt, hier unten der angedeutete Test des langfristigen Widerstandes bei, naja, vielleicht 26, 27 Euro. Und jetzt geht es, wie gesagt, kräftig nach oben. Also es ist ein schöner Freitag für alle K+S-Aktionärinnen. Jetzt hat man ja viele Probleme gehabt, jetzt bei K+S. Ist denn auch operativ K+S empfehlenswert als Aktie? Absolut. Sie haben sich natürlich aus der Krise rausgearbeitet. Man erinnert sich vielleicht 2013, als das Kali-Kartell aufgesprengt wurde sozusagen, weil ein wichtiger Player das Kartell verlassen hatte und letztendlich die Preise daraufhin in den Boden gerammt wurden. Das hat natürlich ist auch nicht spurlos an K+S vorübergegangen. Es musste restrukturiert werden. Der Kurs hat enorm gelitten in dieser Zeit. Das sieht man hier, dieser Bereich. Und, aber die Branche hat sich erholt und ich meine, die langfristigen Wachstumsaussichten sind eigentlich sehr gut und darauf reagiert jetzt Potash. Potash hat die Weltmarktführerschaft eigentlich verloren in den letzten Jahren. Sie waren mal die Nummer 1, jetzt sind sie nur noch die Nummer 3 hinter Ural Kali und einem zweiten russischen Player. Und hier möchte man sich natürlich jetzt anders positionieren. Potash wird mittlerweile von einem deutschen Ingenieur geleitet, also einer, der durchaus das Wissen mitbringt, um K+S übernehmen zu können. Und sich damit dann im Wettbewerb letztendlich besser aufstellen. Das Angebot ist okay, es ist das achtfache EBITDA das vom letzten Jahr letztendlich. Also die Offerte hat durchaus ihren Charme, aber jetzt fangen natürlich die Anleger zu überlegen an. Also sie denken sich, okay, was ist, wenn K+S, K+S hat ja gesagt, wir wollen das Ganze prüfen. Aber es heißt nicht, dass sie das Angebot auch annehmen werden. Also könnte es natürlich in die Richtung laufen, dass man bei K+S sagt, Moment, die Synergieeffekte, die Potash letztendlich ziehen könnte, sind viel höher. Daran gemessen ist der Übernahmepreis zu gering und wir möchten eigentlich mehr und werden das Angebot ablehnen. Und dann könnte es durchaus dazu kommen, dass Potash nochmal nachlegt, dass vielleicht auch ein anderer Investor auf den Plan kommt, der dann sagt, Moment, das wollen wir uns nicht antun, dieses Spiel, dass sich hier zwei große Player zusammentun. Wir werden ebenfalls ein Angebot unterbreiten und darauf spekulieren jetzt die Anleger. Und ich kann nur empfehlen, die Leute, die bereits dabei sind, die sollen sich freuen. Ich glaube nicht, dass es jetzt in den nächsten Tagen deutlich darunter gehen wird. Aber ein Neueinstieg, und das ist ja immer die Frage, lohnt es sich jetzt auf dem Niveau neu einzusteigen im Hinblick auf einen möglichen Bieterwettstreit oder das Potash nochmal nachbessert? Das kann sich sehr lange hinziehen. Das zeigt die Erfahrung. Also das wird nicht innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen dann erledigt, sondern da kann schon einige Zeit dann ins Feld ziehen und vor dem Hintergrund, wer drin ist, gut, aber hinterher springen würde ich nicht. Also 30% Kursplus von einer DAX-Aktie ist auf jeden Fall sehr selten, sehen wir nicht allzu oft. Heute sehen wir es bei K+S. Dankeschön, Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär. Liebe Zuschauer, Potash könnte wohl K+S übernehmen.